Tag. Hallo, Herr Minister. Guten Tag. Mr. Gabriel, did you receive any? Ich würde gerne mit deutschen Journalisten einen Moment sprechen. Ja, wir haben, glaube ich, eine wichtige Tagung heute hier der europäischen Außenminister. Es geht im Kern natürlich um die Frage der Entwicklung in Syrien, was Europa tun kann und tun muss, um Einfluss zu nehmen, dass dort nicht nur der politische Prozess in Gang kommt, sondern vor allem im Norden Syriens die militärische Eskalation gestoppt wird. Und das zweite große Thema, was uns bewegt, ist die Integration der Länder des westlichen Balkans. Ich selber komme gerade aus Serbien und aus dem Kosovo. Das ist manchmal eine außerordentlich schwierige Lage. Und darüber werden wir hier, glaube ich, heute offen reden. Wie bewerten Sie die Ankündigung Frankreichs oder Drohung Frankreichs einzugreifen, wenn die rote Linie Giftgasangriff überschritten wird und bestätigt wird? Ist das klug, so ein Vorgehen anzukündigen? Wir werden uns heute sicher anhören, welche Position, welche, vor allem welche Informationen Frankreich hat. Das ist, glaube ich, wichtig für uns zu wissen. Vielen Dank. Herr Minister, ein Wort zu Ihrer persönlichen Zukunft. Thank you.